Eine Zeit lang machte ich bei den Säuberungen mit und nicht viel später kam es zu den ersten Hohlgeburten. Er legt die Stirn in Falten. So viele Verbrechen, Vergehen, Verstöße, er spuckt aus. Die Erlösung. Beseler war noch eine Krankheit, die durch den Krieg des Heiligen geboren wurde. Ein Rückschritt der Innovation im verzweifelten Versuch zu heilen, was wir verursacht hatten. Alles schien schlimmer zu sein als vor der Brücke, nicht besser. Und als die Jahre vergingen, wurde die Welt trotz des Sieges sogar noch schlimmer. Vielleicht war die Säuberung auch nicht das, was Magan wollte. Jetzt verstehe ich, warum du deine Göttin eine Hure schimpfst. Sie hat dir den Laufpass gegeben und trotzdem schmachtest du ihr nach. Du hast Gräueltaten begangen, für dich deine Göttin ausgeschlossen hat. Genau das, was du verdient hast. Klingt danach, als ob deine Göttin, als ob dir deine, klingt nicht danach, als ob dir deine Göttin jemals vergeben würde. Es hat den Anschein, als ob Magrans Schweigen deine Prüfung ist. Nehmen wir mal wirklich das. In seinen rutzigen Stirnfalten sammelt sich Schweiß, läuft seinen rosigen Wangen hinab und tropft von der Nasenspitze. Er bewegt den Mund, aber seine Worte bleiben lautlos. Ausnahmsweise ist auch er einmal ratlos. Als er deinen Blick spürt, gewinnt er schnell wieder die Fassung und wischt sich mit seinem schmutzigen Handrücken über die Stirn. Huh? Worship the whims of some fickle bitch, and you'll never be more than dirt beneath her feet. Worship what she worships, on the other hand. Take her fire for your own, and her esteem comes on its own. Of course, by that time you no longer need it. Trial and transformation, sure as Durance taught. Seine Stimme klingt abgehackt und hassig. Wenn du den Launen einer wankelmütigen Schlampe huldigst, wirst du niemals mehr sein als Dreck unter ihren Füßen. Verehrst du jedoch dasselbe wie sie, nimmst ihr Feuer als das eigene an, dann kommt ihre Achtung ganz von allein. Aber natürlich brauchst du es dann nicht mehr. Prüfung und Wandel, ganz so wie es Durins lehrte. Doris blickt dich einen Augenblick an. Als du ihn in die Augen starrst, hast du das Gefühl, als würdest du den Abgrund einer über den Abgrund einer gewaltigen Klippe blicken. Du glaubst, du hättest die Kohle unter meine Füße gelegt, aber was einmal gebrannt hatte, wird nie wieder brennen. Diese Gespräche sind deine Prüfung, Wächterin. Jemand, der von der Wahrheit bereits geläutert wurde, kannst du die Wahrheit nicht vorenthalten. Erzähl mir, was auf der Brücke geschehen ist. Wir wählten die Brücke aus, weil wir sie kontrollieren konnten. Durins Hände verstärkten ihren Griff um die Spitze des Stabs, als er ihn am Hals packen würde. Es war ein Ort, wo wir Eotas auf seinem Marsch die Kehle zuschnüren konnten, von dem wir wussten, dass ihn seine Schritte dorthin lenken würden. Ein steinerner Engpass. Aber sie war mehr als das. Sie war das Rückgrat des gesamten Dürrwalds, Symbol des Mutes seiner Bewohner. Solche Symbole sind beim Bau einer Waffe von großer Bedeutung. Thomas studiert seinen Stab und fährt mit den Augen die Einkerbung entlang, bei jeder Waffe. Thomas Gesichtsausdruck verhärtet sich, seine Augen brennen und er runzelt die Stirn. Ich vermute, Eotas wusste das ebenfalls und auch sein Gefäß in seiner Arroganz. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Er beabsichtigt, die Brücke zu passieren, ganz so, als würde er auf den Rücken des Dürrwalds treten. Und wir beabsichtigten, ihn das Licht unseres Glaubens und dem Sein zu verbrennen. 12 auf der Brücke und 12 im Schatten, und wir opferten uns auf. Ihr habt euch aufgeopfert? We put much of ourselves into the Godhammer. Such a device is not simply a machine. There are elements of the spirit in it. Even Widewind's spirit. Wir ließen viel von uns selbst in den Götterhammer einfließen. Solch ein Gerät ist nicht bloß eine Maschine, nein. In ihr finden sich Elemente der Seele, Dorins runzelt die Stirn, sogar vom Weitwitz Seele. Elemente der Seele? Each of the 12 who brought the Godhammer forth would have done anything to save the Deerwood, save its people. It is why we were chosen. Each of us hated this pretender. That rage, that spirit, that rebellion went into our work. And went into studying him as well. Jeder der 12, die den Götterhammer hervorbrachten, hätten alles getan, um dem Dürrwald und seine Bevölkerung zu retten. Das war der Grund, weshalb man uns ausgewählt hatte. Jeder von uns, Dorins Gesicht verzerrt sich zu einem Zähnefletschen. Jeder von uns hasste diesen Heuchler. Dieser Zorn, diese Tatkraft, diese Rebellion floss in unsere Arbeit ein. Und in unser Studium über ihn ebenfalls. Weidwin, warum? We all studied Weidwin. He was our enemy. And he had provided the flesh the god wore as a cloak. That flesh made him vulnerable. I knew what fields his hands had tilled, his family.
what he had harvested, where he had been born. We sought to know him, what had led him to fight us. Alle studierten Weidwind. Er war unser Feind und hatte das Fleisch bereitgestellt, das der Gott als Mantel trug. Dieses Fleisch machte ihn verwundbar. Ich wusste, welche Felder er und seine Familie bestellt hatten und was er geerntet hatte, wo er geboren wurde. Wir streben danach, ihn zu kennen und zu erfahren, was ihn dazu geführt hatte, uns zu bekämpfen. Warum war das denn wichtig? You don't kill the god. You kill the man it inhabits. And you leave that man a ruin. Burn him to ash. The weapon was meant to not only burn his flesh, but it would burn his soul. And it did. At the cost of our own. And at the cost of our goddess's favor. That whore be damned. Man tötet nicht den Gott, sondern den Mann, in dem er wohnt. Und diesen Mann ruiniert man und verbrennt ihn zu Asche. Diese Waffe sollte nicht nur sein Fleisch verbrennen, sondern seine Seele gleich mit. Und das tat sie auf Kosten der unseren und der Gunst unserer Göttin. Versammelt soll diese Hure sein. Wie oft er dieses Wort verwendet. Ist das der Grund, weshalb dein Bild im Traum verschwommen war? Du uns runzelt die Stirn und wirft dir einen scharfen Blick zu. Wächterin, vielleicht wurden deine Augen vom Licht des Götterhammers geblendet. Er staubt verächtlich. Manchmal mag ich mich ja auch nur wie ein halber Mann fühlen, aber das ist immer noch doppelt so viel wie die meisten anderen. If you fear for my spirit, your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me stronger. Made me re-examine the teachings of Margrin. Put them in a new light. Doran schüttelt den Kopf, aber er wirkt angespannt, denn sein Geist ist komplett rot. Denn sein Gesicht ist komplett rot. Wenn du meinen Geist fürchtest, dann sind deine Sorgen unbegründet. Der Götterhammer, sein Licht zu sehen, schürte meinen Zorn nur noch mehr und machte mich stärker, ließ mich die Lehren Margrans abermals überprüfen, sie in ein neues Licht drücken. Es wirkte so, als wäre nur ein Teil von dir dort, als ob dein Geist in zwei geschnitten wurde. Doruns knurrt wütend, sein Gesicht ist jetzt fiebrig rot. Ich muss mir keine weiteren Fragen von dir anhören, Wächterin. Und mich ohne meine Erlaubnis zu betrachten, darum habe ich dich auch nicht gebeten. Verschwinde und lass mich in Ruhe. Ja, so haben wir das mal zum Abschluss gebracht. Jetzt gehen wir mal nach dieser blöden Kiste suchen. Und legen auch die richtige Waffe wieder an. Ich weiß, in dem einen Haus sind noch Rastvorräte, die wir jetzt aufnehmen können. War ja gut, dass wir jetzt so gerastet haben. Weil jetzt haben wir ja zwei Rastboni. Aber jetzt erstmal ein gutes Schwert wieder in die Hand nehmen. Weil die Waffe ist nicht so gut. Wobei sie macht minus 3 Wille. Das ist das Hauptproblem. Also gucken wir uns mal nochmal die Häuser an und den gesamten Geschenk um. Hier sind jetzt die 12 wieder abgehauen, nachdem sie wahrscheinlich alle im salzigen Mast jetzt sind, um Spaß zu haben. Hey there. How is it you Aethasians stay so optimistic? The world has not given your kind much reason to hope. You get to a certain point and you realize you got two options. You can go mad with grief and tear out all your hair and check yourself into the sanitarium. Or you can wait for better days. Well, feathers in my case. But I understand your point. Oh, nette Unterhaltung zwischen Paligina und Idea.
Edea, wie könnt ihr euren Tassianen immer so optimistisch bleiben? Die Welt hat eurer einst nicht viel Grund zur Hoffnung gegeben. Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem man erkennt, dass man nur zwei Optionen hat. Man kann vor Trauer verrückt werden, sich alle Haare ausreißen und freiwillig ins Sanatorium gehen, oder man kann auf bessere Tage warten. Naja, federt in meinem Fall, aber ich verstehe dich schon. Dumm. Gut, hier waren die zwei drin. Hier wird nichts sein. Kurtisane, Matrose. Hier können wir die Rastvorräte mal nehmen. Bis jetzt bin ich drum herum gekommen, mir Rastvorräte zu kaufen, wenigstens. Aber ja, ich muss sagen, Kampf gegen, gerade gegen Schatten ist verdammt schwierig. Weil die Schatten sich immer zu meinen weichen Charakteren, sage ich jetzt mal, porten und die einfach umbringen. Während Geister die Nahkämpfer binden. So, jetzt haben wir hier noch ein, das Haus mit den Drogensüchtigen. Jure, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kiste hier reingeschleppt haben? Aber nee. Dann gucken wir uns weiter im Geschenk um. Flüchtlinge. Kurtisane. Ja, Verbrecher. Wald, drei Finger. Vier Leute stehen um etwas auf dem Boden herum, wobei es sich um eine Holztruhe zu handeln scheint. Einer von ihnen, ein grauhaariger und ziemlich grob aussehender Mann, schaut dich spöttisch lächelnd an. Bist du vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Dreh dich mal besser wieder um und geh weiter. Von der Truhe her hört man ein knackendes Geräusch und ein zweiter kleiner Mann stöhnt frustrierend. Verdammt, das ist schon der zweite Dietrich. Er blickt zu dir hoch und verstummt. Oh. Walter rollt mit den Augen und wendet sich da dir zu. Du bist dein letzter Pier Ein Verbrecher ist übrig. I'm here. So, hatten die wenigstens. Ja, sie haben Dietrich hier und schön viel Geld dabei. Und I'd be glad Drogen to. auch noch. Auf dieser Seemannskiste wurde ein großes Schiffssiegel geprägt. Darunter steht in goldenen Buchstaben Fortenaro. Sie wird von einem schweren Vorhängeschloss aus Messing geschlossen gehalten.
Wie sie jemals Kiste nehmen. Ja, wir haben versprochen, sie zurückzubringen. Also werden wir da nicht reinglotzen. Wie sieht es eigentlich so... Ja, wir haben bald einen Level-Up wieder. Sieht es bei den anderen aus? Idea fehlt noch ein bisschen. Palegina fehlt noch ein gutes Stück. Ja, Palegina hängt am weitesten hinterher. So, das heißt wieder... Blubbidi blubbidi, hierher zurück. Das Schiff, muss ich ja sagen, sieht hier auf der Map auch ein bisschen komisch aus. Oh, Dominus-Schläger. Du machst hier bei den Dominus, du sagst aber ziemlich einen Namen. Schade nur, dass du scheinbar auf der falschen Seite stehst.